Hallo Leute, willkommen zurück zu Grand Ages Medieval. Ja, wir zocken ist jetzt gleich nochmal. Also ich tue jetzt schon wieder gerade aufnehmen. Ich habe gerade so richtig geil Bock drauf. Genau, ich wollte gleich letztes Mal hier überlegen, einen Angriff zu starten. Dafür wollte ich mir Bogenschützen halt bemerkt. Und Bogenschützen kriegt man natürlich da. Ich weiß nicht, was sind diese fucking Spießgesellen? Die heißen in den unterschiedlichen Ländern anders, oder was? Weil hier gibt es auch die Kavallerie. Nehmen wir mal. Ritter. Haben die mehr Schlagkraft? Zu den normalen? Lol, die haben fucking mehr Kampfkraft. Bild mal so. Ach so, das sind Ritter. Ach fuck, U2. Nee, warte mal. Das ist eine gute Idee. Überproduktion. Ey, wie kann ich denn an dem überproduzieren? Produziere ich so viel? Was? Nee, das kann ich hier nicht machen, was für eine Idee ich gerade hatte. Schade. Schade. Ich produziere zu viel. What? Please, what? Ach, fuck, U2. Hier. Plus 5. Dann machen wir hier plus 2 und hier machen wir plus 1. So, Punkt. Meine ganzen Städte produzieren aus irgendeinem Grund über. Auf jeden Fall der Teil hier. Und ich weiß auch nicht, was ich da falsch dran mache, aber interessiert mich doch nicht. Das interessiert mich doch ein Scheißdreck. So, dann warten wir mal auf unser Schwert. Ja. Mich interessiert, geht das Geld jetzt. Ich weiß nicht, was die haben, aber das Geld steigt. Ritter der Tafelrunde habe ich als Erfolg freigeschaltet. Die mögen mich jetzt zu 2%. Das ist doch schon mal nett, oder? So, wie viel fällt hier um? Ach, macht das immer so. Sage nicht, dass der Depp hier nichts mitschlägt. Ey, du sollst da mal mitnehmen und so. Wie geht's hier mit dem, ey? Der macht momentan Minus. Jetzt macht er wieder Plus. Ich wette mit dir, der tut jetzt hier gleich die ganzen Metallwerkzeuge ausgeben. Ach, das ist doch so klar, weil die Route müssen wir jetzt mal kurz überarbeiten, weil der soll am Anfang mal nur den dabei liefern. Weil die Stadt braucht ganz dringend Sachen. Alter, wie sich hier einfach alles bewegt. Das ist hier auf dem Rummelplatz. Da wird er von. Gut, ey, ich kann mich alle mal am gefiederten Arsch lecken, ey. Oh, Rossi, Junge. Lass mich. Kann ich. Kannst mich nicht überzeugen. Ja, ich weiß, du hast zu wenig Platz. Um deinen Arsch hier da zu machen. Nee, aber interessiert mich nicht. Wo bist denn du überhaupt? Bist du das? Johnson Richard, aber wo ist denn der? Wo ist der Junge, hä? Wo ist der hier irgendwo? Richard. Das ist er. Das ist mein guter Junge. Er soll jetzt hier oben dann die Werkzeuge abliefern, oder? Jawohl, braver Junge. Und er liefert die Werkzeuge ab. Bedeutet, kann da gebaut werden. Das ist nice. Wie geht's meiner Reiterei hier unten? 4 Einheiten haben wir schon. Mit jeweils extremer Kampfstärke. Kann es sein, dass unser Geld nach unten geht? Nee, unser Geld steigt, oder? Steigt, ja, das steigt. Der steigt, ja. Nee. Hä? Oh oh. Hä? Ich kapier gerade mein Geldsystem nicht so. Das Ganze sinkt und steigt zu viel. Ey, Junge, steigst du jetzt oder sinkst du jetzt? Entscheid dich mal. Oh ne. Oder ich stehe gerade genauso auf dem Schlauch wahrscheinlich. Niemand hält uns auf. Dann kamen auf einmal die Römer und dann hatten wir ein größeres Problem. Wow, 6000 Kampfstärke. Alter. Alter. Holla. Das geht ab, ja. So. Wir haben eine Kampfstärke von 3000. Wie schaut es zu dem Kontrahent, der...
Ja, läuft. Größeres Herr. Dann würde ich mit dir doch mal kurz... Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Ja, wir machen jetzt... Na dann lasst mal euer Angebot hören. Bündnis beibehalten, Angebot, wenn du mir eine 500.000 bietest. Eine 500.000 bin ich von dir, fürs Bündnis beibehalten. Hört mal, so überzeugt ihr mich aber nicht. Soll ich? Will ich auch nicht. Ich will einfach nur Kohle von dir haben. Und mein Heer in dich reinführen, aber das ist eine andere Sache. Und über die Sache sollten wir auch mal anders reden und mehr privat. Ich glaube, die rückt gerade mit ihren Einheiten zurück, weil die weiß, es läuft gleich schief. Wir müssen als erstes die Stadt hier einnehmen und dann hier einen günstigen Grenzposten aufmachen. Und unser Bautrupp, die haben jetzt erstmal Wachtürme zu bauen. Und zwar in jeder günstigen Position. Einmal hier. Neuer Turm. Jawohl. Die sollten echt beliefert werden mit dem Zeug, ne? Oder? Was produziert denn die? Ach scheiße, das sehe ich jetzt nicht, ne? Die Stadt hier produziert das, was sie brauchen. Die Stadt muss übernommen werden und vernichtet werden. Bis aufs kleinste Detail. Die Stadt mag mich auch langsam. Gibt es noch... Ich hab schon eine ganz böse Idee. Ah naja, das wird mir jetzt zu lange dauern. Wie geht's Augsburg? Die Stadt mag mich immer noch nicht. Irgendwie haben die was gegen mich. Kann das sein? So, warte, habe ich den Händler? Ja, ich habe einen fliegenden Händler hier stehen. Den kann ich gleich mal, da der einen ziemlich weiten Weg zurücklegt, ziemlich viel von dem Wagen mitnehmen. Du fährst jetzt von Montpellier über das da. Und dann wieder zurück. Die Reise beginnt. Dann sollte uns die Stadt auch langsam mögen, wenn wir mit dem ein Händlerbündnis haben. Die Stadt kann hier währenddessen mal ein bisschen mehr auf das setzen. Bedeutet, ich werde jetzt eine 6-Stärkung geben. Vielleicht eine 7-Stärkung im Kohlebereich. Wie schaut das hier aus? Da brauchen wir uns weg zur Töpferei. Voll die Händlerstadt, die können wir nicht. Die baue ich jetzt hier überall aus. Ups. So. Aber die tut ja Großteil ihrer Bauwaren selbst holen, außer Holz und Ziegelsteine, das was das Wichtigste ist. Aber Werkzeuge können sie selbst produzieren. Na, da siehst du, was wir alles da brauchen. Das abgeht einfach. Was mir so leicht auf den Sack geht, ist einfach, dass ihr die ganzen Speer von denen einfach rumlaufen. Und das ist doch mein Land durch! Ich kann mit der gleich schon wieder handeln, ne? Kann das sein? Na dann lasst mal euer Angebot bei, hören. Wenn du uns Einheiten abtrittst. Nee, du, wenn du uns die Stadt abtrittst. Hö, ich hab voll die geile Idee. Wenn du uns Pistole gibst. Ja, was? So viel wollt ihr dafür? Weißt schon, wie viele Soldaten da bereitstehen, gerade um dir einen so richtig fett in den Arsch zu geben? Handelsroute wurde unterbrochen. Von wem? Von dir. Oh ja, ups. Au! Ja. Das war das Ausländerschwein. Dann machst du halt so die Route hier. Ja, passt. Ich bin König! Ich bin fucking König! Kniet vor mir nieder! Bitches! Die Reise beginnt! Fuck, was kann ich jetzt machen? Oh, scheiße, das kann ich als Kaiser machen, nicht als König. Militär habe ich fast alles, was ich brauche momentan. Infrastruktur, auch viel Produktion habe ich alles. Dann investieren wir hier auf die letzten Sachen. Habe ich hier auch alles wieder. Und dann, da wir jetzt nach England gehen, würde ich hier persönlich...
Die Ritter, die haben wir schon. Die Reiterkriege kriegen wir noch nicht. Die sind in Italien, Spanien, da sind wir nicht. Aber wir sind jetzt gleich in Britannien. Also, ab geht's. Moment mal. Warum brauche ich hier nicht sowas? Weil ich viel zu dumm bin. Warte mal, hier ist ein diplomatischer Fall. Nee. Kann ich euch... So, ja, die Überproduktion, mit der kann ich leider gerade nichts anfangen. Wir produzieren am Weizen über... Ach du Scheiße. Ja, dann können wir ja mal hier eigentlich die Alkoholproduktion noch erhöhen. Wenn das funktionieren würde. Aber guck mal, wir haben da schon ein großes Ding stehen. Also passt das ja schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch mehr für die Kirche. Wo ist denn der von dem? Da rennt der von dem so. Wie geht meinem Händler, der hier irgendwo unterwegs sein sollte? Da ist mein Händler. Händler! Händler! Der macht ordentlich bloß. Ja, dem geht's gut. Der macht echt ein gutes Plus. Alter, leck mich fett. Oder vielleicht auch noch. Aber das ist wieder eine andere Sache. Die haben doch irgendwas vor. Du haust jetzt mal aus meinem Land ab. Wo rennst denn du die ganze Zeit hin? Vor allem, wie weit kommst du? Das sind doch Speertruppen. Die werden nicht lebend mal betreten. Sobald ich ausgerüstete Thea hier fertig stehen habe. Vor allem, sobald ich bis hier vorgerückt bin, sollte sein ihr Heer sich massivst verändern. Sind die Ficker schon wieder unterwegs? Sag mal, Reiterei. Was habe ich denn dich? Ja, jetzt geht's richtig rund. Jetzt also, geht's rund! Niemand hält uns auf! Gegen... Die waren schnell weg. Jetzt geht's rund! Da haben wir ein paar Soldaten hier verloren. Tut irgendwie ein bisschen ausrüsten. So, der ist bald wieder aufgerüstet, gleich alles. So. Jetzt können wir die wieder nach Hause schicken. Ach, weißt niemand das? Hält uns auf! Ding. Du bist jetzt. Guten Tag! Du hast lang genug ausgehalten. Ja. Warte mal, wir sollten mit ihr ein gutes Bündnis jetzt haben. Ja, guck mal, ich bin jetzt ganz lieb. Gibt es noch etwas? Und schau na, dann lasst mal euer Angebot hören. Und 5000 Holz. Oh, 10.000 Holz. Weil ich so nett bin heute, ne? Ich habe heute gerade so voll Bock drauf. Nice. Das ist so abgemacht. Bist du eine nette. Na, dann lasst mal euer Angebot hören. Jetzt haben wir noch ganz tolle Sachen. Warte mal. Ich hab doch hier noch so schöne. Noch Punkt, schau mal. Kriegst du den ganzen Punkt auch noch. Was hältst du davon? Einfach nur, damit sie jetzt dann gleich, sobald ich so ab. Krieg marschiere, auch schön die Klappe hält und nichts gegen macht. Schönen guten Tag. Was gibt es? Ihr habt was anzubieten? Immer gerne. Und deswegen haben wir gedacht, ich tue dir mal aus der Partie noch ein paar Ziegenkohlschippen, oder? Wir sind bei 81.000, bedeutet, sobald ich gleich den Krieg mache, bin ich mit dem da. Eher ausmarschieren. Wir ja, kommen! Ihr sollt kommen, aber bitte nicht auf mich. Diplomatie. Ja. Ein ja, Angebot? Na, was das wohl du bist gibt. Hier vor einem größten Heere stehst du hier und du jammerst hier bloß rum. Wie sonst noch was? Ich verlange nur 10.000. Nicht schlecht, euer Angebot. Also wenn ich nur das halbe Abkommen behalte, what? Das haben wir jetzt nicht gedacht, dass die auf einmal annimmt. Das war jetzt ziemlich unerwartet und so, ne? Aber wenn die gleich jetzt hier wieder handeln kann mit mir, dann wird sie schon erleben, was passieren kann, wenn sie mit mir handelt. Vor allem, weil ich jetzt dann gleich mit dem Heer auf sie stütze. Ich tue jetzt voll unter Druck sitzen. So, na, dann lasst mal euer Angebot hören. Wenn du für 100.000 behältst du das bei? Die macht das!
Ich habe meine Geldbitch gefunden. Oder sie hat einfach bemerkt, dass ein riesiges Heer vor ihrer Nase steht. Ups. Die nimmt das sogar an. Ich glaube, ich spinne. Guck mal, die Stadt hat sich sogar. Was? Überproduzieren sollte die? Was? Die macht echt eine Überproduktion. Ich glaube, ich spinne. Alter, wir produzieren über. Ups. Wir produzieren selbst hier ein Brot über. Alter, wir haben ein Problem. Wir brauchen unsere Geldbitch mal wieder. Ja, angeboten. Gibt es noch etwas, was echt gerade schießt? Na dann, lasst mal euer Angebot hören. So, jetzt probieren wir mal aus, wie weit wir gehen können. 200.000. Du musst doch alleine mit. Jawohl. Gut. Da mache ich aber nicht mit. So, Leute, aber das war's für diese Folge auch wieder. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Grand Ages Medieval Angriff auf Großbritannien. Ciao!